Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode Regrowth. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es, ja, ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, aber ja, das soll mich gar nicht drauf, ne, gar nicht aufhalten, hier irgendwie euch was zu präsentieren. Und jawohl, das war doch ein guter Schuss, oder? Stirbt er auch? Ich glaube, ja, doch, er stirbt. Gut. So, ich habe mir jetzt hier eine normale Wasserquelle hingesetzt, um hier mein Crucible. Aua. Um hier mein Crucible zu befüllen. Und hatte mir gedacht, ja gut, wir probieren es jetzt einfach mal. Achso, ich habe, ja doch, nee, ich habe das Kloster noch dabei. Aua, aua. So, also 1, 2, na, 2, 2 und 3 und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir hier diese Ingredienzien, die wir brauchen. Dann brauchen wir 1 und 2. Wunderbar. Nehmen wir hier schon mal 2 Nitor. Nee, Quatsch. Hier. So, b. B. Ja, da war mein letztes Mal. Da habe ich immer noch keinen Bock. So, hier. The way the world feels. Ignitor, ja. Claim Reward. Wir kriegen nochmal 10 Stück dazu. Was wir jetzt mit dem Nitor anstellen können, ist, Utils. Wir können Glowing Ember bauen. Glowing Ember. Oh, Node Stabilizer. Das ist ja cool. Alter. Der braucht aber ganz schön hier. Node Transducer. Okay. Hier, arkane Lampen. Das wäre eigentlich mal so eine Alternative zu irgendwelchen Fackeln. Vor allen Dingen braucht man dafür auch nur ein paar. Oder hier Golem Animation Cores. Dafür brauchen wir die auch. Gut, hätten wir das schon mal. Ja, doch, ich würde sagen, wir fangen damit an. All Chemical Furnace. Wenn wir das Zeug dafür kriegen. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen. Ist der mittlerweile gewachsen? Nee. Warum auch? Warum denn auch? Ich glaube, dafür brauche ich nämlich noch ein bisschen mehr Silverwood. Wir gucken einfach mal. Warte mal, kann ich mir das Rezept eigentlich jetzt hier anzeigen lassen? Tatsache. Gut, Arcane Stones werden hergestellt, indem man einen normalen Stone nimmt und dann eben so ein Shard. Können wir uns mal ein paar machen. 1, 2, 3. Ich habe schon wieder ein Ei eingesammelt. Hat sich eben so angehört. Na egal. Ich habe gesagt ein paar, ne? Bäh. Ah, guck mal hier, das ist Ei, super. So. Moment, ich muss es doch gerade mal gucken. Thaumcraft, genau da. Dann Arcane, da. Arcane Stone. Alles egal, welches Shard. Okay, gut. Dann ist es ja wurscht. Dann nehmen wir mal die. So, dann nehmen wir noch ein paar von denen. So viel werden wir niemals machen, aber das ist für mich jetzt einfacher, die Stackweise zu nehmen. So. Ja, toll, das war gut. Das war richtig gut. Egal. So, wir brauchen jetzt hier ein Earth, ein Fire. Aber ich habe mir gedacht, wir haben ja jetzt hier den schönen Anzug. Und dann brauchen wir bloß noch 0,95. Wow. Ich bin begeistert. Okay, wie viel haben wir da noch drauf? Oh, das geht noch. 1, 2, 3, 4. Ja. Komm. Machen wir mal 63. Genau. Die werden wir bestimmt noch öfters brauchen. So, okay, und jetzt weiter. Rezept. Brauchen wir ein Furnace und noch ein Crucible von Thaumcraft. Ja, okay, gut, das ist ja kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Halt da lang. So, und ich habe mir gedacht, ich mache mir gleich zwei. Einfach nur, weil wir es können. Ja, gut, der ist noch okay, der Stab. Ansonsten, wir haben ja noch hier einen Stab und hier noch einen Stab. Wobei, den würde ich ungern nehmen, weil der ein bisschen mehr Zeug verbraucht. Also, der hat ja, 105. Der hat 95 AVG-Biskost. Ja, gut. Weiter geht's mit den Arcane-Lambics. Da brauchen wir jetzt zum Beispiel hier die Wissfilter. Und die Wissfilter, das ist einmal Silverwood Plank und Gold. Moment, jetzt nochmal gucken.
Da brauchen wir einen, okay. Ich bin gerade am überlegen, wie viel wir davon machen, weil man kann, ich glaube, bis zu 5 auf so ein Furnace draufpacken. Okay, Brickbench. Steht es hier irgendwo? Ich glaube, 5 waren das. Ja, egal. Wenn wir rausfinden. Wenn wir rausfinden. So, einmal. Nehmen wir mal das da. Machen das zu Planks, genau. Dann holen wir uns Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was brauchen wir denn noch? Da. Wir brauchen noch. Ah, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold. Und wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Und wir brauchen noch ein paar Eimer. Na komm, machen wir mal 4. 4 Planks, 4 Eimer und sowas. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. So, zack. Zack, zack. Das kostet 4,75. Okay, wir machen mal 2. Reicht das noch? Müssen wir mal gucken. Gut, zack. Geht das auch so? Wow, das geht tatsächlich so. Ein Arkan. Ja. Insufficient Wiss. Mhm. Gut, dann nehmen wir den. Das ist der hier. Danke. So, 2, 3, 4. Dann ist der auch schon fast. Nö, der geht noch. Gut, den packe ich mir gerade mal hier oben rein. Der wird dann später aufgeladen. So, jetzt hält mir das schon mal. Ja, jetzt müssen wir noch Water Jar. Eine Water Jar? Okay. Da siehst du, ja, das sind Glass Panes und ein Slab. Die habe ich. Habe ich die schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Und Schlapp. Schlapp, Schlapp, Schlappeli, Schlapp. Da. So. Dann so. Und so. 0,95. Zack. Wunderbar. Hält mir das auch. Claim Reward. Kriegen wir. Wow, 16. Und noch 8 Essence Tubes. Cool. So, und das Ding werden wir jetzt aber auch gleich mal einsetzen. Das Ding werden wir jetzt auch gleich mal einsetzen. Und zwar brauchen wir da, glaube ich, auch nochmal eine. Nee, Quatsch, da brauchen wir Kohle für, glaube ich. So, einmal du. Du. Da drauf. Du da drauf. Dann du. Du. Ja, 4 Stück, okay. Gut, und dann. Da einen hin. Da einen hin. Dann wieder da einen hin. Und dann wieder da einen hin. Genau. So, und jetzt die Dinger. Da einmal, da einmal, da einmal und da einmal. So, jetzt hätten wir hier schon mal 4 Essenzen, die wir uns destillieren können, quasi. Jetzt brauchen wir bloß ein bisschen Kohle. Sollte eigentlich nicht das Problem... Nee, mit Sicherheit nicht. Sollte nicht das Problem sein. So, und jetzt hole ich mir mal ein bisschen... Ah, ein Stack, erstmal. So. Dann packen wir das nämlich da rein. Erstmal die Kohle, hier unten. Ja, quasi Brennmaterial und dann das, was wir verbrennen wollen. Also wir wollen jetzt hier das Auram und das Präkantatio rausholen. Packen das da oben rein. Schon fängt er an. So, und mit den, ja genau, da sehen wir es doch schon, mit den Goggles of Revealing, beziehungsweise dem Helm, sehen wir schon mal, wo jetzt irgendwo was reinkommt. Das ist doof. Alembic's Empty. Warum gehst denn du jetzt da rein und nicht da? Und du gehst nirgends rein, ne? Okay, nehmen wir dich mal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, man muss jetzt da natürlich sehr viel manuell machen, so. Aber das sollte jetzt... Du willst mich doch veräppeln, oder? Okay. Da wir halt nur 2 Dinge haben, werde ich die jetzt erstmal abreißen. Und, Kann ich das vielleicht sogar über einen machen?
Lass mich doch mal überprüfen, ob das so geht. Das geht. Ist ja geil. Warte mal, hier aber noch Dingens. Ne? Das macht aber nichts. Sammel hier wieder das Zeug. Alter, nerv doch nicht. So. Okay, wie kriege ich... Der ist ja schon fast wieder voll. Oh, ist doch doof. Ich hätte glaube ich, nur mit einem arkanen Lembik anfangen dürfen. Nun denn, das ist jetzt erstmal egal. Das werde ich irgendwann später mal reparieren, beziehungsweise mir noch was überlegen, wie wir das schöner machen. Wir brauchen jetzt erstmal noch eine Glasfiale. Eine Glasfiale. Ich habe, glaube ich, noch. Ja, habe ich noch. So, dann nehmen wir jetzt mal hier. Kriegen wir 8 Stück. Da sind jetzt bloß noch 5 drin. Nehmen wir halt da noch. Und nochmal. Und jetzt haben wir hier 3x, 8x Präkantantio, also 24. So, und wir haben ja gesehen, wir brauchen für unser Taumium 4 Stück. Das heißt, pro Fiale kriegen wir 2 Dinger raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ah, oh, Mann, eh. Oh, warum kann ich das hinter reinwerfen? Hallo. Ah, wahrscheinlich nicht voll genug, hä? Ja. Muss ich denn nochmal? Nee. Gut. Jetzt? Auch nicht. Na also, 1, 2. Wir haben unser Taumium. Und das machen wir jetzt, glaube ich. Nochmal. 1, 1, 2. Hallo. Na also, und nochmal. 1, 2. Wunderbar. Und so haben wir dann eine saubere Verzauberung und 6 Taumium-Ingots. Check. Ein Taumium-Toolrod. Cool. Für was kann man den nutzen? Tinker's Construct. Okay. Erstmal dahin. So. Erstmal hier aufräumen, würde ich sagen. Zack. Ja. Du bist das da. Ah, der ist schon voll. Dann können wir den eigentlich leeren. Du hast 5, du hast 19. Den machen wir auch leer. Und du bist schon... Ne, du bist noch nicht leer. Aber das sind 7, das sind 19. Das machen wir weg. Also mit Shift, Rechtsklick, kann man hier so ein Alembic leer machen. Normalen Rechtsklick, kann man gucken, ist was drin. Almost empty. Empty, almost empty. Und so weiter und so fort. Ja. Naja, egal. So... Weiter geht's. Was haben wir denn noch? Under Construction. Alchemical Construct. Ja, das wäre doch auch mal interessant. Da brauchen wir auf jeden Fall Greatwood, da brauchen wir Essential Wolves. Noch ein paar Wissfilter. Weil mit dem Ding kann man nämlich auch geile Sachen machen. Rezept. Brauchen wir Greatwood. Wir brauchen Essential Tubes. Wie viele Tubes haben wir denn? 5. Das ist ein bisschen wenig. Quicksilver. Quicksilver Drop. Oh, das bringt mich auf was weiter, auf eine weitere Quest, die wir unbedingt noch machen müssen. Gut, ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen Taschen leer machen und dann werden wir uns auch wieder sofort treffen. So, und wer hätte es anders gedacht? Ja, natürlich, wir müssen mal wieder zu Botania. Und zwar habe ich hier noch ein paar Seeds vorbereitet. Und zwar... Ne, die waren es nicht. Oh Gott, wo waren das jetzt schon wieder? Build from? Ja, genau, hier. Die letzten 3... Wo sind sie denn? Ember Seed, Speed Seed und Cinnabar Seed. Ja, also hier die. Dann hätten wir hier die Ember Seeds, die Cinnabar, beziehungsweise, ja, Quecksilber. Und die Speed. So, jetzt lasst mich mal kurz so. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir erstmal den. 1, 2, 3, 4. Du, du, du und du. Ich hoffe, dass er nicht zu lange braucht. Ah, der braucht doch relativ lange. Ich hätte halt jetzt ungern nochmal einen Cut gemacht. So, ich habe auch mittlerweile nochmal ein paar Villager gespawnt. Beziehungsweise Spawn-Eggs gemacht, so rum. Ja doch, der braucht relativ lang. Gut, dann wie immer. So, dann hätten wir dann hier den...
Speedseed, sehr gut. Und den nächsten schmeißen wir gleich hinter. Oh, warte mal, was war denn das jetzt nochmal? Du eigentlich nicht, ne? Nee. Die drei, du und du. So. Gut, wir haben jetzt die drei Seeds. Wir haben hier die Speed Seeds, da die Ember Seeds und da die Cinnabar Seeds und hätten somit die drei Quests auch abgeschlossen. Und ich muss gerade mal wieder näher ans Mikro. So, nehme ich da erstmal die Strong Essence, da nehme ich die Strong Essence und hier auch. Wunderbar. Dann hätten wir nämlich das da unten auch mal fertig. Oder? Ah, Regeneration. Potion Regen. Das könnte man eigentlich mal vorbereiten. So ein bisschen. Ich habe das jetzt extra hier mal aufgebaut, weil ich hier hinten dran. Ja, genau, da habe ich noch einen. Ja, der läuft noch ein bisschen. Autsch. War mir so klar, dass ich da wieder drauf tap, lauf. Whatever. So, Regen. Das ist nochmal Potion of Re. Ah, eine Gasträne, okay, gut. Eine Gasträne, habe ich da nicht. Habe ich nicht schon solche gemacht? Kann das sein? Ach man, eh. So. Fire Resistance, Night Vision. Nee, habe ich nicht. Nö. Nö. Habe ich noch nicht. Okay, gut, habe ich noch nicht. Dann habe ich eben noch nicht. Eine Gasträne, ein Gunpowder brauchen wir. Und wir brauchen ein Glowstone. Und natürlich eine Nita-Batze. So. Dann jetzt nochmal. Damit es auch jeder kapiert, vor allen Dingen ich. So, wir brauchen hier Regen. Glowstone. Gasträne. Okay. Also kommt da jetzt zuerst das da rein, dann das und dann das. So. Dann haben wir hier erstmal die Wasserflaschen. Da kommt jetzt die Nita-Batze und mit dem Hopper kommt dann das nächste die Gasträne, dann Glowstone, dann Gunpowder. Und dann haben wir die werfbaren Tränke. Einen sogenannten Wurftrank. So, nee, du da. Da, genau, da. Da warst du doch. Und ich habe schon wieder ein Ei eingesammelt. So. Euch erstmal da rein. Ja, hier läuft es doch wunderbar. Gut. Dann werde ich den bis zum nächsten Mal auch fertig haben. So, jetzt aber nochmal zurück zu. Da. Was ist denn das denn? Ach, cool. Chuck. Chalk it up to luck. Ja, geil. Ah ja, unlocks two quests elsewhere. Das heißt, wenn wir die herstellen, dann kriegen wir auch das Buch. Ha, auch nicht schlecht. Also ich finde es richtig gut gemacht, das Questbuch, ne? Ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz. Das ist wirklich sehr, sehr nice gemacht. So, aber ich möchte jetzt trotzdem erstmal bei Thaumcraft weitermachen. Und zwar hier All Chemical. Ja, All Chemical Construct. Genau. Da brauchen wir nämlich noch für die Essence Tubes brauchen wir nochmal Quicksilver. So, wo habe ich denn Quicksilber? Habe ich da noch vielleicht irgendwie was? Da habe ich Ember. Ember. Kriege ich dich raus. Okay. Utils. Ja. Was war das? Thinderpearl. Ah. Ah, cool. So kriege ich die Dinger raus. Okay. Das ist natürlich nicht verkehrt. Jetzt weiß ich auch, wie man die Thinderpearl Seeds macht. Cool. Hallo. So, du erstmal da rein. Okay, also wir haben jetzt hier Ember. Aber sonst nichts anderes. Okay, gut, ich nehme jetzt mal den Ember. Und werde mal gucken. Ja, genau. Man kann den nämlich auch in Cinnabar Ore umwandeln, wenn man das in einem Mana-Pool mit dem Alchemical Catalyst. Heißt der auch so? Echt jetzt? Ne. Ja, nee, Alchemy Catalyst, okay. Never mind. Erstmal wieder den Ring ausziehen. Dann dahin geflogen. So. Hier runter. Ich habe mir das immer noch nicht hochgelegt. Das müsste ich eigentlich mal machen. Das müsste ich eigentlich mal machen. So, da, genau. Eins, zwei. Ah, machen wir mal. Machen wir mal alle. Wir haben ja genug von dem Ember-Zeugs. Demnächst jetzt auch.
Von dem Sinne war zwar auch, aber naja, gut. Man kann nie genug haben. Nie genug, nie genug. So, jetzt aber. Utils, ich muss dich, glaube ich, schmelzen, ne? Ja, muss ich. So, dann packe ich dich mal da rein. Warte, bis der erste durch ist und dann machen wir mal die Tubes. Das kann ja nicht so lange dauern. Zack, wunderbar. So, da kriegen wir jetzt, genau, die Quicksilver-Drops her. Cool. So, sehe ich die? Ja, da sind sie doch. Essential Tubes. Okay, da brauchen wir nochmal, brauchen wir nochmal ein bisschen davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, noch irgendwas. Glas. Gut. Haben wir auch gleich am Manne. So, 3. Die dahin, die dahin, die dahin und die dahin. Super. Oh, da kriegen wir sogar 8 Stück raus. Gut, das muss jetzt erstmal reichen. So. Wir brauchen jetzt nochmal 2 Wissfilter. Und hier Essentia Wolves. Das ist ein Lever noch. 2 Stück, ne? Ja. Gut, ja, das kriegen wir ganz schnell hin. Da muss ich auch keinen Cut nochmal setzen. So, 2 davon. Obwohl, es könnte sein, dass ich nochmal einen Cut setzen muss, wenn ich, wenn ich halt, warte mal, Wissfilter? Keine Wissfilter, schade. Davon ein. Wenn ich eventuell nochmal den Stab aufladen muss. Oder die Stäbe. Stäbe, Stäbe, Stäbe. Weißt du, Stäbe. So, zack. Und jetzt müssten wir doch... Achso, warte mal. Der ist so gut wie leer. Was brauche ich denn dafür? Ah, 5 davon, 5 davon. Okay, gut, das müsste eigentlich passen. Wo bist denn du? Da. Einen. Wir brauchen 2. Nein! Verdammt nochmal. Okay. Ach, Scheibenkleister. Haben wir jetzt noch? Ja, von denen haben wir noch genug. Okay, gut. Also lasst mich gerade mal noch den zweiten craften und dann, ja, bin ich dann gleich wieder bei euch. Ach, ist doch jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal vergesse ich, dass man dann 2 braucht. Juhu. Gott, ich werde wahrscheinlich erstmal die Stäbe aufladen müssen. So, fertig ist er. Claim Reward, wir kriegen Uncommon Treasure und Alumentum. Alumentum, nicht schlecht. Das Alumentum, das kann man als Kohle verwenden, zum Beispiel. Und ich werde jetzt auch gleich mal das da noch nehmen und dann oben austauschen. So, jetzt möchte ich aber erst einmal noch die Common Treasure aufmachen. Ja, ist nicht schlecht. Strength. Oh, genau, ja, warte, jetzt können wir hier mal gucken. Ja, Regen. Genau. So, pack mal dich erstmal rein, dann dich. 260% Attack Damage. Wow. Nicht verkehrt. So, die 2 dahin und den muss ich mir noch aufheben. So, warte mal. So, du noch weg und du noch, genau. So, jetzt haben wir da noch eine Tube. Zack, weg. Also, warte mal. Den brauchen wir noch. Gut, haben wir das Ding überhaupt schon? Ich glaube schon, ne? Achso, ja, gut, ich habe jetzt hier noch Master Note Tapping gemacht und Note Preserver, dass man eben die Notes absaugen kann, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, aber den, ja, nee, sieht man leider auch nicht mehr. Aber das geht auch nur mit den normalen, nee, nicht mit den normalen Wands, also nicht mit dem, ne? Hier, dieser. Iron Capped Wooden Wand, mit dem geht's nicht. Man braucht schon hier so ein Great Wood Wand. Ansonsten macht man sich nämlich die Notes kaputt. Das wollen wir ja nicht. So, wenn wir mal das Ding da oben aufbauen. Das machen wir ja auch mal irgendwo hier. So, und zwar brauchen wir dafür einen Furnace und dann den da und den da. Und dann brauchen wir jetzt nochmal so einen Zauberstab. Muss ich trotzdem nochmal gucken, haben wir das überhaupt freigeschaltet? Warte mal, das müsste bei... Nee, da.
Ja, genau. Und da brauchen wir jetzt immer 30 Ordo, 30 Aqua und 15 Ignis. Ignis? Ich glaube, das müsste Ignis sein. Ja, der ist schon ein bisschen angekratzt. Nehmen wir mal den. So. Warte mal, bevor ich das mache, muss ich noch mal ins Questbuch gucken, ob der... Na doch, hat er ja. Hat er ja, hat er ja. So, und? Warum? Ach, Quatsch. Da muss ja auch ein Furnace drunter. Bohrer, echt. Muss ja noch ein Furnace drunter. Kein... Ach. Ja, ihr wisst doch, was ich meine, ne? Crucible, so rum. Danke. So, zack, zack. Zack. B, ja. Nochmal B. Den eingesackt. So. Ich glaube, mit dem Crucible müsste es ja funktionieren. Und wenn es jetzt wieder verkehrt ist, dann muss ich wirklich nochmal ins Buch gucken. So. B. Na also, geht doch. Wunderbar. Wunderbar. So, der braucht im Prinzip keine Kohle. Also man kann hier nur hier was reinmachen. Ja. Und da können wir jetzt mit solchen Water Jars die neben anschließen und denen dann sagen, okay, ich möchte, keine Ahnung, ich will das da Metall, Taumium herstellen. Dann braucht er bloß nur vier Präkantatio und spuckt mir die dann hier vorne aus. Und das ist richtig nice, richtig nice. Damit kann man auch wunderbar automatisieren. So, da haben wir 9, da haben wir 30. Nehmen wir mal die. Packen die da hin. Da. Nein, bist du jetzt... Bist... Ernsthaft jetzt? Du bist kaputt gegangen. Nein, der ist kaputt gegangen. So ein Cheat. Seit wann gehen die kaputt? Ist halt doof. Okay, nee, da. Nehmen wir den. Och. Mensch, sei doch nicht so. Warum gießen du einfach kaputt hier? Furchtbar. Echt furchtbar. Naja. So, zack. So, und dann gib ihm. So, dann holt er sich dann das Zeug eigentlich da. Sollte er eigentlich. Ja. When you access this device, you will see several slots. The top left slot is where you place the catalyst. Okay. Once you have done this, you will be able to choose which recipe you wish to craft with that catalyst from a list of possibilities in the top right slot. The bottom bar shows the essentia required in the order they will be required. It will also display progress. The created object is ejected out normally. Each man. Moment, ich muss gerade mal gucken. Ja, toll. Warum nimmst du das jetzt nicht? Du solltest das jetzt eigentlich nehmen. Nee, so geht es nicht. Geht bloß von unten. Brauchst du... Warte mal, brauchst du vielleicht eine Feuerquelle unten drunter? Das kann natürlich sein. Zack. Ah, siehst du? Wenn man es richtig macht, dann geht's auch. Also hier, das Nitor, das gilt auch als Feuerquelle, so wie jetzt hier zum Beispiel, ne? Unter dem Crucible. So. Und da können wir uns jetzt ganz easy Taumium herstellen. Oder irgendwas anderes. Ja, und das letzte Rezept merkt er sich. Gut. Dann hätten wir das auch. Dann, ja, Infusion. Das ist so eine Sache. Bräuchten wir noch Account Stone. Und ein paar Account Stone Bricks. Und kriegen noch 4 Ethereal Assets. Dazu müssten wir aber hier erstmal das ganze Zeug ein bisschen besser machen. Nein, das kann weg.
Da müssten wir das Zeug ein bisschen besser machen. Vor allen Dingen bräuchten wir dann auch hier noch ein paar andere Jars und hast nicht gesehen und bla bla blub. Gut, ich werde mir hier auf jeden Fall noch so ein Konzept überlegen, wie wir das ja dann am geschicktesten machen. Parallel unten drunter noch die Bahn ein bisschen bauen und hast nicht gesehen. Gut, wir könnten ja zum Abschluss nochmal gucken, was unsere Pflanzen sagen. Ja, siehst du hier, guck. Da sind sie schon gewachsen, da noch nicht. Wir könnten den ja auch mal ein bisschen boosten. Da. Ein bisschen boosten. Nee, Quatsch. Falsch. Nehmen wir die. Ah, die sehen schon besser aus, ja. So. Du? Nee, du jetzt noch nicht. Aber hier kriegen wir schon mal Essenz raus. Und zwar die Speed-Essenz-Ding. Oh, guck mal hier, der ist ja gerade gewachsen. So, zack. Wunderbar. Schön, 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 schön. Also warte ich dann noch, bis die da komplett gewachsen sind und werde die vielleicht sogar schon irgendwo in einem Gewächshaus ansetzen. Muss ich mir noch überlegen, wo. Vor allem, ich muss mal gucken, wegen Platz. Weil das werden ja nicht weniger, ne? So, und die Essenzen, die kann ich dann auch vorne schon mal einsortieren. Aber in diesem Sinne würde ich dann einfach sagen, komm, ich verabschiede mich jetzt mal so. Ja. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Modpack. Wenn ihr es nicht spielen solltet, versucht's mal, versucht's mal. Also es ist wirklich ganz, ganz lustig und mir macht's auf jeden Fall riesen Spaß. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!